Was will denn der kleine Bub von uns? Ahoi! Mutig in die Mettbrauerei Mildenhall. Untersucht die Mettbrauerei Mildenhall. Günstige Winde. Das Reittier wäre geil. Aber leider gibt's das noch nicht. Ich hoffe mal, es wird noch irgendwann eingefügt. Ach, das Mama war's schon. Sagt, Papa, ich bin zu vegan. Detektiv Mildenhall durchsucht die Mettbrauerei Mildenhall nach Hinweisen. Putztrupp gesucht. Töte 4 fließenden Honig und 4 blubbernden Met. Kommt den Sirenen nicht zu nah. Entschuldigung. Ich sollte nicht unbedingt was mit Kohlensäure trinken, wenn ich gerade direkt weiter aufnehme. Haushoch überlegen. Ach, das sind einzelne Hinweise. Okay. Hallo? WoW hängt. Rausgeflogen oder jetzt geht's. Ja, es ist wieder ein kleines Update gekommen. Und wie wir es ja bei WoW kennen, wenn ein Update kommt, hat man meistens ein paar Lags und Probleme. Naja. Da muss man mit leben. Leben haben die eigentlich 42.000, ja, so viel ist es jetzt aber nicht, aber die haben scheinbar gut Rüstung, weil so viel Schaden machen wir momentan gar nicht. Ist der Diszi genervt worden? Bei mir kommt es so vor, als würden wir weniger Schaden machen als gestern. Alter, was ein Respawn. So war das aber nicht gemeint. Hier ist ein Hinweis. Da ist ein Hinweis. Oh, schnell weg. Wo ist er denn? So, Met haben wir alles. Alter Schwede, was Respawn-Zeiten. Davon brauchen wir jetzt nur noch den einen. Und ein Hinweis ist, glaube ich, da im Haus oder im Keller. Wir machen mal hier oben den Platt, weil normal müsste es drinnen sein, weil wir hätten sonst einen Pfeil hier oben, der nach unten zeigt. So. Da ist der Hinweis. So, dann. Fische sind irgendwie komisch. Was hat er gesagt? Fische sind irgendwie komisch. Quest beenden. Geht nicht in den Keller. Betretet den Keller. Immer warm halten. Geht nicht in den Keller. Betretet den Keller. Das sind sehr präzise Quests. Was soll ich denn jetzt machen? Runtergehen oder nicht? Ah.
1600 EP für einen Kill. So, jetzt in meinem Keller. Jetzt Medfass untersucht. Der Wabe. Hallo, Wabe. Was haben wir hier? Verursacht alle Sekunde Schaden. Oh ja. Macht nichts. Na, mit der Zeit tut es doch ganz schön weh. So, war aber getötet. Da können wir... Ich mag Tortolana. Was nehmen wir denn? Wir nehmen den Rücken. Können wir auch gleich anziehen. Ja. Sehr schön. Raimund retten. Findet Raimund Kalmund. Rainer, nee, der heißt Rainer Kalmund. Raimund Mildenhall. Klebrige Stiefel, Notizbuchseiten. Okay. Also hier sind die Stiefel. Ich will so eine Biene haben. Kann man die als... Kann man die als, Erster Eintrag. Der Honig ist zum Leben erwacht. Und die Replikationsraute übertrifft meine kühnsten Träume. Ich muss weitere Tests durchführen. Kann man die als Jäger zähmen? Normal schon. Sind ja Wildtiere. Zweiter Eintrag. Der belebte Mate zeigt Anzeichen von Aggression. Vielleicht ist mir bei meinen Berechnungen ein kleiner Fehler unterlaufen. Muss ich mal ausprobieren. Dann müsste ich meinen Jäger aber erstmal auf 110 bringen. Ich glaube, der hängt irgendwo bei 105, 106 fest. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, da drin ist er ja. Der Raimund. Dritter Eintrag. Ich habe es fast geschafft. Die Bienen wachsen. Ihre Produktivität nimmt exponentiell zu. Die Königin werde ich aber beobachten müssen. Moin, moin. So, königliche Nachfolge. Holt euch den Stachel der Schwarmmutter. Klebrige Komplikationen. Sammelt 60 Gelee Royal. Schön auf Kurs bleiben. Gelee Royal. Mhm. So, und wo sammel ich die? Ah, hier. Bei den Bienen, Waben, ja, wie nennt man es denn? Bienenstöcke. Hallo, ich klau euch euren Honig. Ach, die troppen den auch. Gut. Alter Schwede. Ganz da hinten und sieht es. Sauerei. Ja, dann killen wir den hier direkt. Oder? Ja, klar. Bist ja keine 100.000 Kilometer entfernt. Das ist wahrscheinlich Telepathie. So, schön in die Mitte stellen. Wahrscheinlich kommt die da drüben jetzt gleich. Ja. Und dann können wir da oben das noch holen. Wir müssen eh da hoch. C4.
10 Stück brauchen wir noch. Königswache. Kommen die auch jetzt? Nö. So, erste Quest abgeschlossen. So. Königswachen müssen wir wahrscheinlich alle killen. Ja, eine greift mal an, die andere kommt mit. Was hat die? Bewegungsgeschwindigkeit um 50 erhöht, Tempo um 30%. Und dann auch noch Dots verteilen. Hallo, Fräulein Schwarmmutter. Wie viel Leben hast du? 135.000? Ja, das geht. Hummelflug. Sind das alles Hummeln? Weil Hummeln machen ja keinen Honig, oder? Oh, jetzt leg dich hin. Na, endlich. Gut, dann können wir direkt rüber. Können die Quest abgeben. Da sind wir. Ein honigglasierter Sven rettet Sven Robertson. Ruhige See und eine frische Brise. Heureka, ich bin frei. Wo ist er denn? Da vorne ist er. Und das war's schon. Für euch tun? Rettung der Landarbeiter. Rette den Honig eingeschlossenen Landarbeiter. Rex holen. Brech kristallisierten Honig auf, um nach Rex zu suchen. Lass euch nicht vom Klabautermann holen. Und bei ihm die B-Mannschaft. Tötet 12 Hochlandzerfleischer. Wendigo lebt wohl. Tötet Knochenschinder. Behaltet immer das Meer im Auge. Machen wir dann morgen, würde ich sagen.